Wandern in Berlin und Brandenburg, Teil 36. Heute sind wir mal in Lehnitz, bei Oranienburg. Lehnitz gehört zu Oranienburg und hier ist der Lehnitzsee. Und da wollen wir uns das heute mal so ein bisschen anschauen hier. So, jetzt kommt hier so eine Seepromenade, so ein Weg, der kommt hier aus westlicher Richtung, also aus Richtung Oranienburg. Aber wir laufen jetzt mal hier am Seeufer lang in östliche Richtung. Ja, und das ist hier so eine private Steganlage. Hier liegen jetzt die Boote am Lehnitzsee. Schaut euch mal den Stamm von dieser Buche an. Der Hauptstamm und dann verzweigt er sich nach zwei Seiten. Eigentlich sind es dann sogar vier Äste. Das finde ich ja mal interessant. So, hier habe ich ist mal so eine Boje mal abgebildet. Und da im Hintergrund so eine Villa da. Hier so ein recht komisches Haus. Ja, ich kriege gerade den Tipp, da hinten soll was Schönes sein, Gastronomie, man müsste rüber schwimmen, ein bisschen weit weg. Am anderen Ufer des Lehnitzsees, das ist dann schon direkt Oranienburg. Da haben sie hier mal so ein Plakat angemacht, ein Fino. Maskan-Einheit von früher. Ja, und der liegt hier noch, dieser Kahn. Der ist aber im guten Zustand. Ja. 1907 erbaut. Hier mal ein kleiner Service zur Badestelle, die jetzt folgt. Bis 15.09. geht die Badesaison. Also gut zu wissen. Da kommen wir jetzt an die Badestelle ran. Kaum vorstellbar, das war jetzt schon Mitte Oktober haben. 24 Grad. Ja, und dieser stärkere Wind, der schaufelt diese warme Luft jetzt hier nochmal hier heran. Und jetzt sind wir hier an der Badestelle, am Badeufer. Man kann dort so schön rüber gucken nach direkt Oranienburg. So ein Wasserturm. Und dort eben wieder diese interessante Gaststätte oder Imbiss, was das auch immer ist, oder auch Badestelle, keine Ahnung. Also das ist ja unwahrscheinlich. Wieder eine Blindschleiche. Und wieder habe ich sie nicht entdeckt, sondern meine Wanderpartnerin hier. Und das ist ja wirklich echt ein Ding. Das dritte Mal hintereinander. So, jetzt wollen wir sie mal ein bisschen mobil machen. Nee, die macht nichts, keine Anstalten. Na los, los, schlängel mal los. Nee, macht sie nicht. Die wollen nicht mal schlängeln sehen. Nee, stellt sich tot. Doch jetzt. Ja. Ist auch wieder ganz schön groß, ne? Nö, sie will partout auf dem Weg bleiben. Na, lassen wir sie mal. Tja, wieder eine Blindschleiche. Ist ja unwahrscheinlich. Jede Wanderung jetzt hier in Berlin-Brandenburg und eine Blindschleiche gesichtet. Ja, gab hier früher mal im Landschaftsschutzgebiet die Zeltstadt Lehnitzsee. Die wussten also auch früher schon, dass das hier eine herrliche Ecke ist zum Zelten und für Wassersport. Ja, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Hier lang, direkt am See oder ein kleines Stück weg vom See. Wir überlegen noch. Wir überlegen noch.
Das ist doch mal was. Hier haben sie eine Bank aufgestellt, wo man dann schön sitzen kann und dann den See betrachten kann. Jo. Überall so eine wilden Badenischen hier, wo man auch baden kann. Also ich stelle mir das recht interessant vor. Denn hier ist ja auch Sand. Schaut mal hier. Und jetzt mal was zur Wasserqualität. Das sieht sauber aus. Da gibt es nichts. Und noch eine wilde Bade- oder eine richtige Badestelle sogar. Wir gehen jetzt immer weiter so in östliche Richtung. Am Südufer, das musste ich kurz überlegen, ja, Südufer vom Lenitzsee. Wo wir jetzt hier schon fast am Nordostufer vom Lenitzsee angekommen. Diese Brücke dort drüben. Sehr interessant. So, wir gehen jetzt hier immer noch ein Stück weiter, immer am Seeufer lang. Wir haben hier gerade diese Ecke ausgewählt, weil hier nicht so viel bewohntes Gebiet ist. Ja, wieder ein bisschen schlauer, Schleusenblick. Also die Straße, die Brücke, das ist die B273. Ja, ich weiß, zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen, da wo der Markt immer ist. Und jetzt zusätzlich noch erwähnen möchte ich jetzt noch, da ist dann auch eben die Schleuse, dieses Bauwerk dort, das ist die Schleuse. So, jetzt sind wir im Prinzip hier am Ostufer des Lenitzsees angekommen. Da weiter geht es dann nicht mehr. Da ist dann Schluss. Also was für Wander und für Wanderfreunde und auch was für die im oder am oder auf dem Wasser sind, ist das hier ideal. Jetzt zeige ich mal, mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, nun ist ja Mitte Oktober, nun ziehen ja die Kraniche. Jetzt gen Süden. Dieses typische Kranich-Schreigeräusch, wenn die Kraniche ziehen. Na, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann hier durch die Kamera. Ja. Ja, hier mal so ein Blick. Die Tierwelt, die hier zu Hause ist. Unter anderem soll es hier auch Waschbären geben. Das sieht ja auch schön aus hier, so die belaubten Bäume noch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Mitte Oktober noch so grün hier der Ahorn und der Blick hier auf den See. Also, das war heute wieder mal was für Naturfreunde, würde ich sagen. Und werde jetzt dann hier diesen Teil von Wandern in Berlin und Brandenburg beenden und sage mal Tschüss.